Wieder mal der falsche Button. Da gibt es auf jeden Fall viel mehr Materialien als unten zu finden, ne? Irgendwie. Komm her. Du lebst doch eh. Ach so, ne. Alles klar. 550607. Muss ich mir irgendwie merken, ey. Denke jetzt einfach mal, das hat eine Bedeutung. Sie wurden von den Robotern überrascht. Niemand hat damit gerechnet, dass zivile Roboter derart aggressiv sein können. Sag bloß. Ich hätte auch nicht damit gerechnet. Nach der braunen Pest bewahrten Roboter unser Land vor dem Abgrund. Ein Jahrzehnt später halten die Leute zivile Roboter für zuverlässig und hilfreich. So eine innere Schande. Es gibt keine Fahrkarten. Der Schalter ist geschlossen. Ah, geht's vielleicht noch etwas lauter? Hierbei scheint es sich um einen Fall von Neuropolymer-Restspeicher zu handeln. Es ergibt Sinn, dass er die lebhaftesten Lebenserinnerungen des Opfers enthält. Da bin ich mir nicht so sicher. Könnte auch die letzte Erinnerung sein. Niemals wäre ein sowjetischer Bürger derart von seiner Arbeit besessen. Was ist mit dem kommunistischen Jugendverband, den Pionieren und den Zeltlagern? Seinen Hoffnungen und Träumen, Literatur, Geschichte. Hast du viele kostbare Erinnerungen? Ist ja auch egal. Du bist sowieso nur ein Programm. Komm schon, gib mir noch irgendwas. Ah, da liegt noch eine Leiche. Wer will der Techno-Remix hier? Na, wie gefällt dir das? Ja, in dem Zustand würdest du nicht weit kommen. Dieser Ort ist verflucht. Die Station, das ganze Maglev-System, sogar meine Fahrkarte. Aha, verstehe. Nun entschuldige mich, ich muss einsteigen. Was glaubst du so? Ich könnte auch ein bisschen mehr Dia verwenden. Wenn wir schon keine Munition benötigen damit. Da gibt's nichts mehr. Rein in den Zug. Moin. Sei gegrüßt, Genosse. Willkommen an Bord von Vortex, dem einzigartigen Hochgeschwindigkeitszug des Transportsystems von Anlage 3826. Ich muss sofort zum WDNH. Es ist mir ein Vergnügen, Genosse. Die derzeitige Auslastung der Bahnlinie beträgt 0%. Du kannst sofort abfahren.
Und du bist sicher, dass du nicht durchgedreht bist wie die ganzen anderen Roboter? Du wirst doch nicht den Zug entgleisen lassen, um uns zu töten. Fahrgastsicherheit ist für jedes robotische Fahrzeug von höchster Bedeutung. Unsere Algorithmen... Ich habe gesehen, was eure Algorithmen anrichten können. Charles, gibt es in dieser Station eine Neuropolymerkapsel mit einem Handbuch für den Zug? Dann könntest du den Vortex selbst steuern. Leider ist diese Station kein Verkehrsknotenpunkt. Hier gibt es keine Handbuchkapsel. Ach, scheiße. Ja, los, Abfahrt. Sehr gut, dann mal los. Vorausgesetzt, du hast eine Fahrkarte erworben. Eine Fahrkarte? Eine beschissene Fahrkarte? Spinnst du? Überall liegen Leichen rum. In der ganzen Anlage gilt ein Notprotokoll. Es startet den beschissenen Zug. Nach sowjetischem Recht haben nur Schwangere und Behinderte Anrecht auf kostenlose Beförderung. Ah ja. Ich entdecke keine Anzeichen einer Schwangerschaft. Lege eine Bescheinigung deines Gynäkologen vor. Ich Perfekt, zeig dir etwas ganz anderes, du Stück Scheiße. Wenn du eine geistige Behinderung hast, dann lege deinen Behindertenausweis vor. Das war's, du bist tot. Genosse Major, beachte bitte, dass dieser Rafe kein autonomes System ist. Er ist der Hochgeschwindigkeitszug Vortex. Wenn du ihn zerstörst, kann der Zug nicht mehr fahren. Also gut. Hör mal zu, du elender Blechhaufen. Wo kriege ich diese beschissene Fahrkarte her? Du kannst sie am nächsten Fahrkartenschalter erwerben. Es gibt Ermäßigungen für Passagiere, die mit Kindern reisen. Welcher Fahrkartenschalter, du Drecksteil? Alle sind geschlossen. Alle sind tot. Niemand verkauft Fahrkarten. Nach sowjetischem Recht haben nur Schwangere und Behinderte Anrecht auf kostenlose Beförderung. Halt deine Scheißfresse! Wenn das so weitergeht, werde ich den ganzen Weg zum WDNH noch zu Fuß zurücklegen. Ein einzigartiger Zug? Was ist daran so besonders? Fliegt er etwa durch die Luft? Dank des von Chalamet-Ingenieuren entwickelten Maglev-Transportsystems erreicht der Vortex-Hochgeschwindigkeitszug unglaubliche Geschwindigkeiten und bietet dabei höchsten Fahrgastkomfort. Vortex ist ein untrennbarer Teil des neuronalen Netzwerks und passt Geschwindigkeit und Fahrplan automatisch der Anzahl der Passagiere in Zügen und Wartebereichen an. Passagiere? Nach dem Start von Kollektiv 2.0. Ja, okay, schon kapiert. Ich habe keine Zeit. Ja, los, mach jetzt. Schön, meinetwegen. Nichts wie weg hier. Was jetzt sagt so eine... Ach, Digga. Was soll ich jetzt machen? Etwa jede einzelne Leiche durchsuchen? Ich würde dir empfehlen, mit den polymerisierten Opfern zu reden. Der da hatte doch was gesagt, oder? Nee. Ja. Ja, was glaube ich. Kollege, Rettung. Gescheitert. Entschuldige, Genosse. Hast du vielleicht eine Zugfahrkarte? Muss gehen. Ramenki. Notfall. Was? Alles gescheitert. Menschen sterben. Eliminierung war korrekt. Sonne. Arschloch. Meine Fresse, ich verschwende hier meine Zeit. Roboter. Nicht hilfsbereit. Gar nicht hilfsbereit. Ach nö. Gut zu wissen. Ich muss los. Intelligenter Boy. Da hinten waren wir noch gar nicht, oder? Ach nee. Ist das da oben? Ja. Hab doch schon mit auch allen getalkt, Mann. Was wollt ihr denn noch? Kann ich deine Zugfahrkarte haben, Genosse? Es ist ein Notfall. Bist du lebendig? Dann hau ab! Du kannst es schaffen! Verlass die Gegend! Kann ich nicht. Ich bin der Typ, der diese Sauerei aufräumen muss. Das dachten wir uns auch, als der Alarm ausgelöst wurde. Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Ja gut, du hast sie nicht. Das haben wir schon gehört. Das ist ja echt absolut bodenlos, ey. Dachte ich mir einmal so, komm, ich rede mit denen schon. Das ist bestimmt nur so Side-Stuff. Und jetzt muss ich die alle nochmal abklappern. Gib mal deine Karte. Ich kann diesen Ort einfach nicht verlassen. Hast du vielleicht eine Fahrkarte übrig, Genosse? Eine Fahrkarte? Ja, ich habe eine Fahrkarte, aber sie ist nutzlos. Wieso das? Weil diese Station verflucht ist.
Siehst du es nicht? Ich würde ein anderes Wort wählen, aber ich will dich nicht beunruhigen. Es gibt keine andere logische Erklärung. Es ist ein Fluch, kein Zweifel. Erst hatte ich verschlafen, dann meine Papiere und die Abfahrtszeit vergessen und dann hätte ich fast den Zug verpasst. Und als ich eine Minute vor der Abfahrt ankam, ist vor meinen Augen alles eingefroren. Diese Station ist verflucht. Ich könnte dir deine verfluchte Fahrkarte abnehmen und dich so von deinem Aberglauben heilen, Genosse. Nimm sie nur und brech den Fluch. Dankeschön. Auch wenn ich so meine Zweifel an dem Fluch habe. Geht doch. Oh, was haben wir denn da? Wo bringt mich das hin? Ach so. Nee, dann nehme ich eher die Treppe. Ach, da ist ja noch einer. Moin, ich hatte die Karte. Sei gegrüßt, Genosse. Willkommen vom Podcast Ast. Ja, hatten wir schon. Hier ist die Fahrkarte. Jetzt starte den Zug. Deine Fahrkarte ist abgelaufen. Abfahrt deines Zuges vor 4 Stunden. Digga. Bitte tausche die abgelaufene Fahrkarte am Fahrkartenschalter um. Willst du mich verarschen? Abgelaufen? Vor 4 Stunden waren hier alle schon tot. Bist du etwa die ganze Zeit hin und her gefahren? Starte den Zug, bevor ich dir eine Delle verpasse. Die Benutzung abgelaufener Fahrkarten ist eines Sowjetbürgers unwürdig. Bitte tausche die abgelaufene Fahrkarte am Fahrkartenschalter um. Hoffentlich erstickst du daran, du fetter Bastard. Oh, ja. Okay. Ja, ist ja nett hier, ne? Ich brauche eine Zugfahrkarte. Eine Fahrkarte? Wovon redest du? Hier sind überall verrückte Roboter. Hilfe, die bringen mich um. Du wurdest bereits getötet, Mann. Da hilft dir das ganze Geschrei nicht. Ich muss mich verstecken. Abhauen. Du wirst die Roboter zu mir locken. Roboter sind alle tot hier. Du bist gut versteckt, okay? Die Roboter werden dich nie finden. Kannst du mir jetzt bitte sagen, wo es eine Zugfahrkarte gibt? Ich öffne den Fahrkartenschalter nicht. Die Roboter würden mich sehen. Frag doch jemand anderen. Auf den Fahrkarten sind keine Namen. Boy. Kollege. Entschuldige, Genosse. Hast du vielleicht eine... Muss gehen. Alles klappt nicht. Was? Gut zu wissen. Ich muss los. Hm. Wo ist denn dieser Schalter überhaupt? Wäre das der hier oder da? Da vielleicht. Ja, ich glaube hier. Fünf, fünf, null, sechs, sieben. Was hat es damit auf sich, ja? Kollege. Mit dem haben wir geredet, da waren wir auch. Hier hinten war doch noch irgendwo einer. Das hat aber was Blaues, habe ich genau gesehen. Da hinten. Schneeballgriff, oha. Ey, wo finde ich jetzt eine andere Fahrkarte?
Haben wir den nochmal mit dem da hinten? Das kann es ja nicht sein. Ich kann nicht. Ja, so. Aha, verstehe. Nun entschuldige mich, ich muss einsteigen. Ich versteh's gerade nicht, ey. Erstmal nach oben. Pass mal auf, junger Mann. Sei gegrüßt und fertig, was ich das an. Nee. Oh, du bist tot. Da war was gerade eben. Hier? Hä? Ah. Ich brauch doch nur so eine verdammte Fahrkarte, Mann. Wir sprechen noch mal mit dem da oben gleich. Kann ich deine Zukunft? Kann der Ich habe eine Monatskarte. Ist schon ein Monat vergangen? Wie lange liege ich schon hier? Nein, ein Monat ist noch nicht rum. Kann ich mir deine Monatskarte leihen, Genosse? Du brauchst sie nicht mehr und dieser verdammte Rafik im Zug besteht drauf. Du hast einen Rafik gesehen? Halte dich bloß fern! Rafiks töten dich, wenn du versuchst, mit ihnen zu reden. Das kann man so sagen. Wenn ich noch einmal mit dieser Blechbüchse reden muss, schmeiße ich mich vor den Zug. Also... Die Monatskarte. Was ist mit ihr? Hast du eine oder nicht? Ja doch, nimm sie. Sie ist in meiner Tasche. Ich komme nicht dran. Ich hole sie mir. Danke, Genosse. Yay. Halte dich von den Rafiks fern. Die sind gefährlich. Eine Monatskarte. Das muss doch jetzt gehen, ey. Sonst drehe ich am Rad. Der Roboter geht mir echt ein bisschen auf den Piss. Komm. Ja. Weiß ja. Ist diese Fahrkarte in Ordnung? Lässt du mich jetzt fahren, du Blutsauger? Warum hast du mich nicht gleich informiert, dass du über ein Reisedokument verfügst, Genosse? Das könnte die Abfahrt des Zuges beschleunigen. Vielleicht, weil ich es vorher noch nicht hatte. Willst du etwa sagen, dass dies nicht deine Fahrkarte ist? Die Fahrkarte von jemand anderem zu benutzen, ist eines Sowjetbürgers unwürdig. Was hast du da gesagt? Keine Sorge. Nach Analyse der Situation bin ich zu dem Schluss gekommen, dass du ein Ordnungshüter bist, der eine Notlage untersucht. Ah, wow. In Anbetracht der derzeitigen Umstände darfst du natürlich kostenlos. Ach komm.
Ist das dein Ernst? Bitte wähle einen beliebigen Platz. Abfahrt des Zuges in 10 Sekunden. Wow, wir haben soeben ein wahres Wunder der Wissenschaft erlebt. Der Zug fährt jetzt ab. Nächster Halt, Solnitschnaja. Setze dich im Zug auf deinen Platz. Ja? Charles, Professor Sacharows Tod ist für mich eine klare Sache. Was ist daran verdächtig? Darüber haben wir schon gesprochen. Es gibt zu viele offene Fragen. Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Sechenov ist die einzige Familie, die ich habe. Verstehe, Genosse Major, aber was meinen Sie mit der Sache auf den Grund gehen? Warum sollte Sechenov seinen besten Freund umbringen? Das ist absurd. Warum sollte er das tun? Tja, warum wohl? Vielleicht hatte Sacharow ihn betrogen, wie seine anderen Kollegen, Dr. Filatova zum Beispiel. Filatova folgte Petrov. Sie ist verliebt. Sie konnte nicht klar denken. Oh, verdammt! Was ist das? Ein Igel! Stock außen, mein Junge! Zeit für ein Schläfchen, Stock. Beweg dich und geh in Deckung. Spuck's aus. Was hat Sechenov gesagt? Okay, okay. Ganz also ruhig. Es ist okay, okay. Genosse Molotov ist auf dem Weg hierher. Okay. Genosse Sechenov will, dass du sofort hingehst und eine Notfallübung beginnst. Kapiert? Wozu das denn? Aber meinetwegen. Sonst noch was? Genosse Sechenov wollte, dass ich dir das gebe. Ha. Könnte noch nützlich sein. Soldat, Agent P3. Du musst mir Deckung geben. Was hast du vor? Also gib mir Deckung. Wir haben eine Spinne, was ist das? Warte, wohin gehst du? Schlüpfriges kleines Riese. Guten Tag. Oh. Schild! Krass! Junge! Hörst du wohl mal auf? Ach nee! Junge, du bist am Boden! Wie kannst du dich drehen? Hat er sich selbst unter Strom gesetzt, ey. Wirklich schön hier. Genau wie in Moskau. Eigentlich Testgelände. Futuristischer, großzügiger. Mein Konzept. Dein was? Falsch ausgedrückt. Ich meinte, dass mir diese Art von Konzept gefällt. In Anlage 3826 befinden sich viele geheime Testgelände, in denen du eine Vielzahl an Bauplänen für die Verbesserung deines Arsenals findest. Eingänge zu den Testgeländen sind auf der Karte mit einem Fragezeichen markiert. Außerdem kann dir der Nora-Fabrikator die ungefähre Position eines Testgeländes mit der von dir benötigten Bauplan verraten. Wähle die gewünschte Verbesserung und drücke dann auf M, um die Karte zu öffnen, auf der dir die ungefähre Position des Testgeländes mit dieser Verbesserung angezeigt wird. Oh. Testgelände. Testgelände 8. Ah. Okay. Ein weiteres Magazin. Ah ja, ja. I see. Da sind ganz viele Kameras, ja. Betrieb. Sechenov Forschungszentrum. Ja. Wollen wir direkt mal zum Testgelände? Kann ich das irgendwie markieren so? Nee, ne? Auf jeden Fall nicht da lang, sondern da lang. Machen wir das mal.
Da haben wir schon wieder einen Toter. Mein Gott. Moin. Teil vom Whiskey-Flow quatscht den Jet zu Bruch. Der hat seinen Verstand verloren. Ich kann nicht mehr. Bitte, es reicht. Ach, armer Kerl. Schmerz ist das Letzte, an das er sich erinnern kann. So ein Pech. Ich kann nicht so viel arbeiten. Ich brauche mindestens einen freien Tag. Das muss einer der Entwickler sein, die an der Software von Kollektiv 2.0 arbeiten. Die hatten vor der Aktualisierung des neuronalen Netzwerks eine schwere Zeit. Und brutale Abgabefristen. Es ist immer dasselbe. Jetzt hast du jedenfalls alle Zeit der Welt, Kumpel. Oh, verzeih uns, Yuri. Wir haben es total Er hat es überstanden. Charles, ich frage mich, was mit ihren Stimmen los ist. Soweit ich es sagen kann, überträgt der Polymerspeicher der sprechenden Leichen einen Audiofluss durch das interaktive Sprachmodul, das im Sprachassistenten des Gedankegerätes installiert ist. Mit anderen Worten, Sie reden durch das Neurosteuergerät? Es sieht so aus. Als die Gedankensteuergeräte ursprünglich verteilt wurden, gab es erst zwei Sprachprofile. Ein männliches und ein weibliches. Darum wirken ihre Stimmen so ähnlich. Als diese Leute noch gelebt haben, haben sie natürlich ganz normal gesprochen. Aber die Bandbreite der Stimmenprofile soll erheblich erweitert werden. Hast du deshalb so eine komische, pfeifende Stimme? Es ist unhöflich, einen Mann für etwas zu verspotten, das außerhalb seiner Kontrolle liegt, Genosse Major. Ach, ich mach doch nur Spaß. Du hast einen schönen, betörenden Bariton. Ein Mann. Ich denke mal, das war ein Easter Egg an die Entwickler angelehnt. Wegen Abgabefristen und so. Sag mal, wie komme ich hier runter? Ah, ja. Ich glaube mittlerweile, dass diese... Nicht schon wieder diese Roboter-Schlampe. Pass auf! Unter uns sind Roboter! Ach echt? Ich dachte, das wären Marienkäfer. Was soll es sein, Major? Was? Ich glaube mittlerweile, dass diese... Sechenov, dass der Bad Guy ist und hinter dem allem steckt. Ich weiß nicht. Irgendwie verhält er sich komisch. Boah, wir haben 171. Schock. Jetzt haben wir hier elektrifizierte Ziele erleiden mehr Schaden. Noch mehr Kettenblitz. Ich glaube, wir können beides holen, oder? Haben wir hier eine Handschuhverbesserung, durch die sich die Aufladezeit verringern. Ja. Gut, wir haben ja jetzt noch die Kalasch geholt. Aha, die braucht 3 Plätze, ne? Das ist weniger gut. Und wir machen mal das weg. Was bist du hier für Munition? Es wäre halt schön, wenn ich das sehen würde. Oh ja. Autorisierung. Kann ich die schon upgraden? Kalasch. Kolben. Streuung verringern, ne. Bringt den Rückstoß. Mehr Schaden. Ja, was? Erhöht den Energiebonus. Ja, wir lassen das mal so. Speichern.
Ja, geradeaus wollen wir hin. Hab ich 03. Kann ich den echt nicht ausschalten? Was ist denn da? Da hab ich, ja. Geh mal gucken. Ach du Scheiße. Wir sind ein bisschen viele Roboter. Oh, geil, die Waffe. Weg hier. Boah. Hätte ich kaum gesehen, ey. Oh. Was war denn das? Komm, Looter. Ich habe auf jeden Fall eine Zipline gesehen. Mal gucken. Kann ich mir hier eigentlich die Verbesserungen auch angucken, die es gibt? Inventar? Nee, schade. Ich wollte gucken, ob es mehr Inventarplatz gibt. Wieder hoch. Ich befürchte, das geht nicht. Oder erst mit irgendeinem Skill. Ja gut, auf jeden Fall gehen wir jetzt zu diesem Testgelände. Back hier. Es ist da. Ich habe was gegen Feiglinge. Früher marschierte er im Stechschritt durch Berlin und jetzt ist er ein Vorzeigekommunist. Das ist nicht ganz fair. Genosse Stockhausen war während des Zweiten Weltkriegs Arzt und Forscher. Er war ein Professor der Medizin. Wieso verteidigst du ihn eigentlich? Ist das eine Kamera da? Ich mag ihn einfach nicht, okay? Mir doch egal, was er mal war. Ich hasse es, wie er den Boss in den Arsch kriegt. Ach, vergiss die Sache. Bin ich hier richtig, hallo? Nee, nicht ganz. Wie kommen wir rein? Ich will hier nicht den ganzen verdammten Tag rumirren. Denk nach, Genosse Major. Gibt es eine Möglichkeit, die du noch nicht in Erwägung gezogen hast? Es muss ein Weg ins BDNH führen. Hallo, plündern. Darf ich? Ah, da. Komm, du bist doch das Testzentrum. Kannst du mir sagen, was du willst? 2 steht da. Testgelände 1.
Mein Gott. Wie komme ich da bloß hinein? Was bedeutet das hier? Können wir uns das selber jetzt? Okay. Jetzt ist er, glaube ich, offen. Hoffe ich doch. Jawohl. Dann ist das wohl doch das Testgelände. Rein da. In den Untergrund. Entdecker. 1 von 8. Moin moin, hallo. Das sind wir auch schon. Zugang zum wissenschaftlichen Testgelände, Genosse Major. An solchen Orten kannst du in Zukunft wertvolle Waffen finden. Du und dein wissenschaftlicher Scheiß. Ähnliche Bürger werden durch die Aussicht auf eine rosige Zukunft getäuscht. Kein Kommentar. Ausgezeichnet. Dann sehen wir uns mal diese Ausrüstung an, dank der ich vielleicht den morgigen Tag erleben kann. Magnetfelder kontrollieren. In einem Gebiet mit starken Magnetfeldern, Schock, ja. Ja. Ah ja. Verstehe. Ja, ist ja übel, Party. Forschungsaktivitäten mit Proben. Zweitens, Herstellung externer Gehäuse für Thermal- und Kolbenmaschinen. Und drittens, Schleifen von gleichmäßigen und zylindrischen Oberflächen sowie Funken-Erosionsbehandlung von Maschinenteilen. Oh Gott, das reicht doch nie. Aber warte. Aua. Boah, die Mucke ist geil, Mann. Also jetzt sollten wir ziemlich viele Baupläne finden, wenn ich das System richtig verstanden habe, die es sonst nicht so gibt. Das ist eine absolut coole Sache. Wenn es irgendein Gegner... Da rein, let's go!
Bin ich froh, gibt's hier immer nur einen Ausgang. Ja, dachte schon. Wenn da jetzt mehrere gewesen wäre, wäre es dumm gewesen, ja. Zu den Thermalmaschinen von Testgelände 1 gehört eine Archimedes-Schraube, die von der thermischen Emission eines wärmeabgebenden Kerzeelements angetrieben wird. Die Maschinen erzeugen zwei... Keine Kiste, willst du mich verarschen? Speichern? Wir gehen erstmal da lang. Was ist das? Ein Spezialtransporter für wertvolle Fracht. Von den Mitarbeitern wird er scherzhaft als Genosse Plünderschoff bezeichnet. Wertvolle Fracht ist ja schön und gut, aber warum steckt das Ding da fest? Zu seinen Grundfunktionen gehört ein Perpetuum mobile Antrieb. Der es ermöglicht... Langweilig. Gib mir die Kurzversion. Er kann sich schnell zwischen bestimmten Punkten bewegen. Da bewegt sich gar nichts. Dein Perpetuum mobile Antrieb ist wohl im Eimer. Wo bist du? Okay, wieder ein bisschen sparsamer sein mit Munition jetzt. Oh, du stehst ja auf. Moin. Double Kill. Hinter mir ist irgendwo einer. Tochter, Herr. Was soll ich jetzt hier genau machen? Wir haben echt nicht mehr viel Munition, das ging schnell. Schade. Mag die Kalasch. Ah, da geht's weiter. Alles klar. Mach rein da. Ach, das ist wieder so ein Rätsel, das sehe ich doch von ihr. Tag. Der hier wäre halt noch juicy, Mann, weil es ein Strom, eine Stromwaffe ist.
Na, das ist weit weg. Auch nicht hier. Ich glaube auch nicht hier, ne? Ah. Ich würde gerne mehr Schaden haben. Warte. Autorisierung. 69er mal Charakter. Wechselt Waffen schneller. Regeneriert mehr Gesundheit. Das will ich haben. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr. 75, okay. Na gut, aber das soll es vorher mal gewesen sein. Vielen Dank an alle, die supportet haben, die zugeschaut haben. Vielen Dank an alle, die auch auf YouTube supporten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ein Abo, kommentiert was. Und folgt auf Twitch, um das nächste Mal live dabei zu sein. Vielen Dank, Kuss.